Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bike Ergonomics, dem Vlog rund um das gesunde und komfortable Radfahren. Rennradfahren macht vor allem mit einer richtigen Einstellung Spaß. Wie ihr das mit der Fittingbox Road Expert besonders schnell und einfach hinbekommt, das zeigen wir euch heute. Heute im Studio begrüße ich wieder meinen Kollegen Kim. Hallo Kim, herzlich willkommen. Hallo Jan-Philipp, hallo. Kim, du hast uns hier diese Fittingbox Road Expert mitgebracht. Was ist das Besondere daran? Das ist die Fittingbox für Leute, die schon ein bisschen Erfahrung haben und die Rennrad fahren. Gerade die, die jetzt vielleicht auch ein Gravel neu haben oder auch sogar für Triathleten. Und wir gehen halt hier doch deutlich mehr in die Tiefe als bei der Comfortbox. Und damit könnt ihr einfach das Rad selber schon zu einem sehr, sehr hohen Grad sehr gut einstellen. Gut, ich würde sagen, fangen wir direkt mal beim Punkt 1 an. Ich schaue mal hier in diesem Heft. Du wirst wahrscheinlich wissen, womit wir anfangen. Schritt 1, Sattelhöhe. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, wo es um die Bestimmung der Innenbeinlänge geht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wir verlinken euch die gerne hier oben. Guckt da mal rein. Wir können ja einfach mal meinen Wert als Beispielwert nehmen für die Einstellung des Rades hier. Das sind 89 cm. Jetzt habe ich die Innenbeinlänge. Was sagt mir dieses Heft hier und was muss ich beachten? Ja, wir haben dann verschiedene Werte berechnet und das in einer Tabelle abgedruckt. Da schau doch einfach mal bei 89 cm Innenbeinlänge, welche Sitze du dann brauchst. Ja, hier sind zwei Werte angegeben, zum Beispiel fürs Rennrad, Cyclocross oder Zeitfahren, Triathlon. Da scheint es jetzt auch Unterschiede zu geben. Genau, ja? Die Triathleten, die sitzen oft ein bisschen höher und weil sie so weit vorne sitzen, muss der Sattel da auch etwas anders stehen. Aber ich glaube, dafür können wir auch mal eine eigene Episode machen, weil Triathlon, das ist doch mal eine andere Welt. Aber das ist auch alles hier schon in diesem Handbuch drin. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir Rennrad, Cyclocross, 89 Zentimeter Innenbeinlänge, da sind wir bei 79 cm Sattelhöhe. Gut, dann messe ich das mal nach. Grundsätzlich haben wir ein bisschen das Problem, dass beim Sattel diese Form schlecht nachmessbar ist. Wir haben hier vorne eine runde Kante und damit können wir nicht besonders genau messen. Und dafür haben wir aber eine Lösung, und das ist diese Sattelschablone. Ich habe es dir gesagt, dass wir die noch brauchen. Ja, du hast ja recht. Aber jetzt kommt sie wirklich zum Einsatz. Ich lege die hier drauf und wenn ihr jetzt noch mal schaut, ihr habt eine ganz scharfe Messkante und damit könnt ihr Millimeter genau messen. Und ich gehe mal hier rum. Man misst die Sattelhöhe immer vom Drehpunkt der Kurbel und dann kann man jetzt hier oben an der Kante genau messen. Wenn ich jetzt bei 0 messe, dann habe ich hier 74,8 mm. Man sieht, dass es ein bisschen zu niedrig ist, obwohl die Sattelstütze schon ziemlich weit raussteht. Mhm. Man sieht einfach, es ist nicht dein Rad, es ist zu klein für dich. Wir könnten vielleicht noch ein paar Zentimeter gewinnen, aber insgesamt ist das Rad zu klein. Okay. Das würde man jetzt erkennen, wenn ihr also ein Rad habt, wo das auch so ähnlich aussieht, dann könnte man sich fragen, okay, ist das das richtige Rad? Ja. Du hast gerade eben schon angesprochen, man sieht hier diese Zahl 0 plus minus 1 plus minus 2. Was bedeutet das? Wo muss ich genau messen? Ja, ich zeige noch mal, was das für eine Auswirkung hat. Wenn ihr vorne misst oder hinten, habt ihr über 1 cm Höhenunterschied und das macht natürlich schon viel aus. 1 cm habt ihr vielleicht schon mal probiert, merkt ihr schon sehr schnell, wenn der Sattel 1 cm zu hoch oder zu niedrig ist. Für Rennrad empfehle ich hier eine neutrale Einstellung bei 0 oder sogar etwas weiter hinten bei plus 1. Wenn ihr beim Triathlon seid, dann würdet ihr weiter vorne messen, weil ihr auch viel weiter vorne sitzt. Ja, dann kommt es natürlich so ein bisschen noch darauf an, was ihr für einen Sattel habt. Achtet auch einfach darauf, dass ihr einen guten ergonomischen Sattel habt mit Darm- und Genitalentlastung. Steht natürlich auch alles hier in diesem wunderbaren Handbuch drin. So, gehe ich mal auf die nächste Seite. Schritt 2, Sattelneigung. Ja, die Sattelneigung, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ihr wollt ja auch nicht, dass vorne alles einschläft. Und ihr seht jetzt schon, dieser Sattel ist ein bisschen nach vorne geneigt. Um das genau zu überprüfen, kann man das hier mit der Wasserwaage nochmal machen. Und auch hier, wenn man so einen Sattel hat, der so eine Aufsparung besitzt, dann seht ihr ja, da sieht der Sattel aus, als wäre der gerade. Aber der liegt halt falsch in der Auflage, also in der Aufsparung drin. Man sieht also hier ganz deutlich, die Wasserwaage zeigt uns das an. Der Sattel ist deutlich nach unten geneigt. Und ich empfehle bei Rennrädern und bei Triathlon-Rädern sowieso, die Nase grundsätzlich etwas nach unten zu neigen. Dann hat man hier vorne weniger Druck. Jetzt müsst ihr natürlich schauen, dass ihr nicht nach vorne rutscht.
Also nicht zu sehr neigen, sondern probiert das auch ein bisschen aus. Ja. Zu unserem Beispiel hier sollten wir vielleicht noch ergänzen, wir haben das Rennrad hier in so einen kleinen Ständer eingespannt. Das heißt, das Hinterrad, das ist ein bisschen höher als üblich. Das liegt nicht auf dem Boden auf, deshalb ist die Sattelneigung jetzt, oder wirkt die Sattelneigung ein bisschen extremer, als sie ist. Daher Tipp von uns, wenn ihr die Fittingbox habt, dann stellt das gerne zu zweit ein. Holt euch einen Kumpel dazu, Freundin, Frau, wie auch immer. Denn zu zweit, das macht einfach viel mehr Spaß. Der andere kann noch ein bisschen was lernen und ist halt deutlich einfacher. Ja, Sattelneigung. Das war's. Kommen wir zu Schritt 3, horizontale Sattelverstellung. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, der sogenannte Nachsitz. Das heißt, wie stark ist der Sattel im Verhältnis zum Tretlager? Also ist der Sattel näher am Tretlager oder weiter weg? Stellt euch vor, der Sattel wäre ganz weit hinten, dann wäre natürlich der Lenker sehr weit entfernt und ihr würdet auch eher von hinten nach vorne treten. Wenn ihr weiter vorne sitzt, dann könnt ihr in eine sehr aerodynamische Position gehen. Das machen die Zeitfahrer, die Triathleten, stellen den Sattel aus dem Grund sehr weit nach vorne. Das Problem ist, dann werden euch natürlich sehr schnell die Arme müde. Und aus dem Grund empfehle ich da auch eine neutrale Einstellung beim Rennrad, beim Gravelbike vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach hinten. Und die Empfehlungen, die stehen dann auch alle hier in den Tabellen. Ja. Wir können das mal gerade ausprobieren, wie das funktioniert mit dem Ausmessen. Ich mache hier die Sattelschablone schon mal drauf. Dann brauche ich das Lot. Das ist dieses Werkzeug hier. Das ist sehr schön. Und ich brauche noch die Längenschablone. Sehr gerne, liegt hier drin. Liegt auch oben drauf. Das ist diese hier. Die knicke ich einmal kurz und habe dann hier so eine Zentrierung. Die kann ich dann hier einmal an die Kurbel anlegen. Und hier durch die Zentrierung bin ich auch direkt dann an der richtigen Stelle. Und jetzt kann ich das hier mal ablesen. Du misst auch direkt wieder hier von der Sattelspitze, ne? Ja, genau, von der Sattelspitze. Und ich bin hier bei 70 mm. Und was wird die Empfehlung für deine Höhe lauten? Ja, bei mir waren es ja eben 79 cm Sattelhöhe. Und jetzt steht hier Sattelhöhe 79 cm. Das wäre ein Nachsitz von 78 mm, 7,8 cm. Ja, das kommt schon ganz gut hin. Also ein Zentimeter sollte es noch weiter zurück, aber da der auch noch zu niedrig ist, wenn ich ihn jetzt weiter rausziehe, kommt er auch noch weiter nach hinten. Ja. Also man sollte es wirklich schrittweise machen, deswegen halt diese 7 Schritte. Ja. Nicht, wenn man dann das eine schon vorher macht, dann muss man nochmal nachregulieren. Klingt super logisch. Ich sehe jetzt gerade hier noch, beim Rennrad wären es 78 mm, beim Zeitfahren 50 und beim Triathlon sogar nur 18 mm. Das sind ja schon krasse Differenzen. Ich schätze, das hat damit zu tun, was du eben schon gesagt hast, dass man natürlich beim Zeitfahren ein bisschen weiter vorne sitzt, beim Triathlon sitzt man mit dem Sattel generell weiter vorne, ja, auf dem Rad. Ne? Genau, das ist aus aerodynamischen Gründen, aber beim Rennrad will man den Kompromiss aus Aerodynamik und natürlich auch Komfort und Langstrecke haben. Ja. Ja. Okay, dann haben wir den Sattel soweit eingestellt. Jetzt sehe ich hier Schritt 4, wir wandern von hinten nach vorne zum Lenker, beziehungsweise der Abstand von Lenker zu Sattel. Wie muss ich da vorgehen, was muss ich da beachten? Ja, der Abstand zum Lenker ist deswegen wichtig, hier um zu sehen, okay, komme ich da gut an den Lenker dran, bin ich hier zu kompakt oder muss ich mich zu sehr strecken, muss ich die Arme zu weit strecken. Und die Profis unter euch, die mögen natürlich lieber einen langen Vorbau, kann man auch hier mit der Längenschablone messen, um dann weiter nach vorne zu kommen. Aber das kann auf langer Strecke, wenn man nicht mit so viel Kraft fährt, dann kann das natürlich schon auch sehr, sehr anstrengend für die Arme und für den Nacken werden. Also auch da sollte man einen guten Kompromiss finden. Orientiert euch einfach mal da auch an die Werte vom Handbuch. Genau, ich sehe, hier gibt es auch wieder eine schöne Tabelle. Die Tabelle, die geht diesmal über die Körpergröße. Das heißt, ich gucke bei mir, ich bin fast 1,95. Sitzlänge wäre dann bei einem Rennrad 57,5 cm, die ich einstellen müsste. So, ich schaue mal gerade da rein. Ich habe hier die Längenschablone, hier habe ich einen so eine Markierung und kann das dann hier bis zur Sattelspitze und man sieht, dass das Rad hier deutlich zu klein ist. Da sind wir nur bei 51 cm Abstand. Also das wäre wirklich viel zu kurz für dich. Ja, da würde ich vermutlich auch mit einem längeren Vorbau nicht hinkommen, weil so lange Vorbauten gibt es dann doch nicht. Ja, ne? Wenn man das jetzt errechnen würde, du hast jetzt hier 90er Vorbau drauf, da bräuchtest du ja einen 160er Vorbau, das wird nicht funktionieren. Solche Vorbauten gibt es wirklich nicht. Ich glaube, das längste sind so 130. Ja. Okay, aber über den Vorbau könnte ich halt die Länge, die Sitzlänge. Genau, dafür löst man einfach hier die Schrauben vorne entsprechend aufdrehen und dann wechseln.
Fragt da einfach euren Fahrradhändler, der hilft euch auch gerne, wenn er da noch Fragen habt. Okay. Muss ich dabei sonst noch was beachten? Ja, grundsätzlich, man sieht auch, dass Rennräder so gefahren werden, dass der Sattel viel höher ist als der Lenker. Das liegt natürlich auch an den aerodynamischen Gründen, aber wir haben natürlich heute auch viele, auch ältere Sportler oder die schon Beschwerden haben im Nacken- und Rückenbereich, da wäre es empfehlenswert, den Lenker etwas höher zu nehmen. Um überhaupt erstmal zu wissen, wo stehen wir, müsste man diese beiden Größen auch erstmal ausmessen. Und das macht man am besten so, indem ihr vom Boden messt und dann bis zur Oberkante vom Sattel und hier Oberkante vom Oberlenker die beiden Werte dann voneinander abzieht und mal vergleicht mit dem Handbuch. Und dann wisst ihr, wo ihr steht, ob ihr sehr tief seid oder relativ weit oben und komfortabel unterwegs. Ja, ich sehe auch direkt wieder hier, gibt es wieder eine Unterscheidung Rennrad-Cyclocross, Zeitfahren, Triathlon mit unterschiedlichen Werten, aber alles sehr anschaulich erklärt. Genau, wir versuchen das halt zu differenzieren, weil es halt heute so viele verschiedene Typen gibt. Ja, sogar mit Pads bzw. Zeitfahrlenker aufsetzen. Und ja, dann lass uns auf jeden Fall mal eine eigene Folge machen, weil das ist schon auch wieder ein eigenes Thema und ziemlich komplex. Und dann bringen wir auch ein Zeitfahrrad mit. Machen wir. Versprochen. So, was sehe ich hier? Schritt 5. Sind wir schon fast durch. Lenkerhöhe. Ja, Lenkerhöhe. Man kann hier mit diesen Spacern halt arbeiten. Oder, was auch sehr gut ist, den Vorbau zu drehen. Der hier ist jetzt klassisch etwas nach vorne. Man kann den auch umdrehen, dann steht er etwas nach oben, dadurch kommt der Lenker ein bisschen höher. Das ist gerade gut, wenn die Gabel hier vielleicht schon sehr kurz ist und man nicht weiter mit den Spacern spielen kann. Mhm. Falls das noch nicht reicht, dann kann man sich überlegen, ob man vielleicht eine andere Geometrie vom Rad nimmt. Oder es gibt mittlerweile auch Lenker, die ein bisschen höher gehen, so einen leichten Rise haben, wie wir das vom Mountainbike schon kennen. Ja, auch dazu gibt es natürlich wieder eine Tabelle hier drin, die sich auch wieder nach der Körpergröße orientiert. Wenn ich das jetzt hier ablese, 195 cm Körpergröße macht beim Rennrad eine Höhendifferenz vom Sattel zum Lenker von 75 mm. Ja, und das sieht man jetzt auch klar, weil der Rahmen zu klein ist, wird hier dieser Wert, das sogenannte Stack-Wert, der wird dann zu niedrig. Und deswegen wäre dieses Rad für dich jetzt auch nicht so besonders geeignet. Ja. Das ist fast eine Größe, die so ein bisschen zwischen uns beiden liegt. Ich bin auch eh so der Mountainbiker, von daher. Aber falls ich mir ein Rennrad zulegen sollte oder ein Gravelbike, das wäre eher so meine Präferenz, dann werde ich darauf auf jeden Fall achten. Ja, wir bleiben, glaube ich, beim vorletzten Schritt, bei Schritt 6, bleiben wir hier noch beim Lenker und zwar bei der Einstellung des Cockpits. Ja, ihr habt ja hier dann den Rennlenker, das ist der aerodynamischste und auch der ergonomischste Lenker, weil man so viele Griffpositionen hat, die man benutzen kann. Aber auch, damit man hier zum Beispiel gut im Unterlenker fahren kann, kann man diese Neigung etwas verstellen, löst man hier diese Schrauben und kann hier diese Neigung verstellen oder auch die Neigung hier der Bremsgriffe. Damit man das auch gut nachvollziehen kann, gibt es so eine Winkelschablone und man kann sich dadurch sozusagen ein komplettes Winkelmessgerät dann bauen, zusammen mit der Schablone. Das muss ich gerade mal gucken. Mit der Wasserwaage. Und das funktioniert so, wenn die Wasserwaage gerade ausgerichtet ist und jetzt hier die Winkelschablone gedreht wird, dann habe ich hier verschiedene Winkelwerte drauf. Das probieren wir mal direkt aus. Und ich kann dann hier jetzt auch sehen, was für einen Winkelwert ich habe. Und dann sehe ich, der Griff steht mit 10 Grad etwa nach oben. Das ist ganz gut, damit rutsche ich nicht nach vorne. Auch wenn ich jetzt weiter hinten greife, kann ich mich gegen den Griff abdrücken. Wenn der Hebel jetzt nach unten stehen würde, würde ich ständig nach vorne rutschen. Das wäre dann nicht so gut. Also das stimmt vom Lenker schon ganz gut. Ja, auch der Tipp, der ist natürlich wieder hier in diesem Handbuch zu finden. So, sind wir mit dem Lenker durch. Kommen wir zum finalen Schritt, Schritt 7. Ja. Wichtig sind natürlich auch, und das ist vielleicht der große Unterschied zu anderen Radtypen, zum Trekkingrad oder bei manchen Mountainbikes, die dann Flatpedals haben. Hier haben wir Klickpedale, das ist eigentlich der Standard beim Rennrad, bei Gravel und Zeitfahrrädern. Und da sollte man natürlich immer auf eine gute Einstellung achten, gerade wenn man ja fest eingeklickt ist, man hat wenig Spielraum und dann sollte der Wert natürlich stimmen, die Einstellung. Gut, ich sehe, hier gibt es noch ein paar Aufkleber in der Fittingbox und eine letzte Schablone, die Nummer 4.
Die brauchen wir jetzt für die Einstellung der Pedale, richtig? Ja, genau. Also man sieht hier, dass die Pedalachse sollte unter dem Fußballen liegen. Vielleicht stellst du trotzdem mal deinen Fuß drauf, auch wenn du jetzt keine Rennradtour hast. Dann zeigen wir das mal gerade. Und ich markiere deinen Ballenbereich hier mit so einem Aufkleber. Dazu gucke ich mir an, ob hier ein, wo hier der Ballen bzw. das große Zehengrundgelenk ist. Und du kannst es sogar von oben sehen, ne? Ja. Und hier der Aufkleber sollte hier durch die Achse durchgehen. Ja. Und das kann man dann auch hier nochmal mit der Schablone nachmessen. Hier gibt es wieder so eine Zentrierung. Und wenn ich die so rumdrehe, dann kannst du das sogar von oben verfolgen. Dann hast du genau den Aufkleber auf der Markierung. Und dann weißt du, dass du jetzt biomechanisch sehr gut auf dem Pedal stehst und ja, die Kraft auch wirklich effektiv aufs Pedal bringst. Wunderbar. Ich würde sagen, das ist fast sogar auch noch eine eigene Folge wert. Können wir gerne machen. Wenn euch das interessiert, schreibt es unten in die Kommentare. Dann gucken wir, was sich da machen lässt. Ne? Sehr gerne. Gut, du hast gesagt 7 Schritte. Wir waren bei Schritt 7. Ich schätze, wir sind durch. Ja. Hast du noch einen letzten abschließenden Tipp? Ja, also fahrt dann erstmal, testet die neuen Positionen aus. Wenn es sein muss, modifiziert es. Aber lasst es locker angehen, fahrt jetzt nicht immer direkt mit Vollgas. Der Körper braucht einige Zeit, um sich an die neue Position zu gewöhnen. Also locker angehen lassen. Vielen Dank, Kim, für dein echt fundiertes Wissen, für deinen Input, den du uns hiermit gegeben hast, für die Erklärung von der Fittingbox Road Expert. Wir haben noch eine kleine Überraschung für alle Leute, die bis hierhin durchgehalten haben. Und zwar verlosen wir 2 von den Fittingbox Road Experts an alle, die uns unten in die Kommentare reinschreiben, was für Probleme sie beim Rennradfahren haben. Sei es jetzt im Sattelbereich, im Griffbereich, dass die Hände einschlafen oder Probleme mit den Füßen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wo ihr Probleme habt. Dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Den Gewinner, den werden wir dann natürlich auch in den Kommentaren bekannt geben. So, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wir konnten euch die Fittingbox gut erklären und schmackhaft machen. Falls ihr sonst noch Fragen, Ideen oder Anregungen dazu habt, schreibt uns die auch gerne unten in die Kommentare. Oder ihr könnt uns das auch per E-Mail schreiben an info@bikeergonomics.com. Da können wir dann ein bisschen individueller drauf eingehen. Ja, und sofern euch das Video so gut gefallen hat, dass ihr sagt, ihr wollt davon mehr haben, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Fahrt vorsichtig Fahrrad, gerade in diesen Zeiten. Bis dahin, ciao. Tschüss und bleibt uns treu.